Ihr dürft mich heute begleiten, wie ich einen Schweinelachsbraten mit Chili-Knoblauch-Marinade zubereite. Dies mache ich mit dem Sous-Vide-Verfahren, dem Kochen unter Vakuum und bei geringer Temperatur. Dies ist sehr schonend für das Fleisch, das so all seine Säfte behält. Zunächst putze und schneide ich die Karotten. Danach werden sie in gleichmäßige Stücke geteilt, halbiert und zuletzt in dünne Scheiben geschnitten. Sind die Scheiben nicht zu dick, lassen sie sich besser garen. Aufgrund der geringen Temperatur beim Sous-Vide-Garen ist dies von Vorteil. Jetzt zur Zwiebel. Einmal halbiert und zu einigen groben Spalten geschnitten ist fein genug. Ähnlich groß geschnittenes Gemüse verbessert das Esserlebnis. Nun die erste Hauptzutat der Marinade. Es genügt, den Knoblauch grob zu schneiden, da er anschließend mit dem Mörser zerstoßen wird. Dazu kommen zwei Chilis mittlerer Schärfe. Da ich eine angenehme Schärfe zu schätzen weiß, verwende ich die Samen mit. Mit dem Biegebeil werden die Chilis noch etwas zerkleinert. Reichlich Olivenöl bekommt der Gesundheit. Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer. Für die interessante Note etwas Koriander. Aber Vorsicht, nicht zu viel. Dazu kommt reichlich getrockneter Rosmarin. Die Mischung wird leicht zerstoßen, damit sich die Säfte von Chili und Knoblauch mit den Gewürzen verbinden.
Als nächstes gebe ich noch etwas Szechuan-Pfeffer hinzu, für die frische, prickelnde Schärfe. Zitronensäure mit Orangenaroma für die saure Note. Von dieser Marinade verschwende ich nicht einen Tropfen. Um die Marinade abzurunden, gebe ich noch 2 Teelöffel Honig hinzu. Alles gleichmäßig vermengen. Das Fleisch wird jetzt gleichmäßig mit Salz und Pfeffer bestreut und das Gewürz ordentlich in das Fleisch einmassiert. Um das Fleisch unter Vakuum zu kochen, gibt man es in einen Gefrierbeutel. Hierzu kommt die Marinade. Das Fleisch mit der Marinade massieren. Das Gemüse kommt direkt dazu. Und nochmals alles vermischen. Bei dieser Methode erhalte ich das Vakuum im Beutel durch Untertauchen in Wasser. Die Luft im Beutel wird verdrängt. Und die Lebensmittel unter Vakuum eingeschlossen. Das Wasser für das Sous-Vide-Verfahren sollte nicht kochen und eine Temperatur zwischen 50 und 60 Grad haben für 400 Gramm Schweinefleisch. Das Gargut gleichmäßig untertauchen, damit es von allen Seiten mit Wasser umspült wird. Den Beutel am Topfrand fixieren.
diesen verhältnismäßig niedrigen Temperaturen dauert es entsprechend lange, bis das Gargut gar ist. Für diesen Lachsbraten brauchen wir eine Stunde. Schauen wir, ob dieses kleine Küchenexperiment gelungen ist. Das Fleisch ist sehr saftig und zart. Zum Abschluss werden die Fleischstücke nochmals kurz sehr heiß gebraten, um durch das Karamellisieren Brataroma zu erhalten. Das Braten in Butter trägt bei zu einem cremigen Geschmack. Das Fleisch nicht zu lange in der Pfanne lassen, um Zähwerden zu vermeiden. Ist der Teller so ansprechend angerichtet, fühlt man sich wie ein Meisterkoch. Schaut mal.
Sehr gut. Das Fleisch zerlauscht dann quasi im Mund. Bei diesem Stück sind die Aromen noch nicht so tief eingedrungen ins Fleisch. Aber auf der Außenseite schmeckt man es. Bei dem Päckchen, das noch mariniert, hoffe ich, dass die Geschmäcker besser ins Fleisch ziehen. Das Gemüse ist noch schön knackig und hat einfach den tollen Geschmack von dieser Chili-Knoblauch-Marinade angenommen. Schmeckt sehr gut. Ich werde auf jeden Fall noch weiter mit der Sous-Vide-Kochtechnik experimentieren. Vor allem die Saftigkeit beim Fleisch ist fantastisch. So, der letzte Bissen, Bohnen und Fleisch. Und wie meine Mutter sagen würde, wieder sausatt. Bis zum nächsten Mal.